Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Krastorio 2. So, Kunststoff ist am Start, da kommt er gerade angeflossen. Und ja, jetzt geht's weiter. Wir müssen unsere Komponenten hier herstellen. Elektronische Komponenten. Was wir jetzt aber erstmal gucken ist, ob wir diese elektronischen Komponenten noch für anderen Kram brauchen. Und ja, jede Menge Zeug. Das heißt, es bringt nichts, wenn wir hier ein paar herstellen, weil wir sowieso mehr brauchen. Das heißt, wir machen eine Hauptproduktion, würde ich einfach mal sagen. So, das heißt, wir machen jetzt erstmal Folgendes. Wir machen jetzt hier erstmal Stromkappen. Legen den hier oben rum, damit er nicht stört. Und dann würde ich hier gerne die Maschinerie aufbauen, aber mit ein bisschen mehr Abstand. So. Wir brauchen Glas, Silizium und Kunststoff. Ah, dann machen wir 4000. Okay. Ich weiß noch nicht, wie viele wir brauchen. Aber wir machen das erstmal so. Und dann können wir es nach Belieben erweitern, würde ich sagen. Das wird vermutlich sowas sein, was wir ähnlich wie grüne Schaltkreisen in Massen brauchen. Also wirklich in Massen. So. Okay. Dann machen wir hier wieder einen Puffer hin. Ah, hier wird alles gepuffert. Alles, was geht. So. Und hier muss dann das Zeug drauf. Also, wir brauchen Kunststoff, Silizium und Glas. Das heißt, wir fangen jetzt erstmal an und holen uns Material dafür. So, Fließbänder, dann hiervon. Warte mal, hiervon können wir auch wieder welche holen, davon auch. Wunderprächtig, ich frage mich ja noch. Wann die ersten Aliens? Ja, noch ist es okay. Noch sind wir hier safe. Was sagt der Strom? Ich glaube, wenn die Forschung wieder anläuft, Freunde, spätestens dann wird uns der Strom, glaube ich, abkacken. Momentan, die Forschung läuft kein Stück. Und die Produktion dafür natürlich auch nicht. Weil das hier alles vollgelaufen ist. Aber wenn das anläuft, dann haben wir hier, glaube ich, Stromprobleme. Mal gucken. So, das machen wir mal hier. So. Also Silizium und Glas, das ist hier hinten. Warte mal, eigentlich ist das dumm, was ich hier mache, ne? Das machen wir jetzt so. Das kommt jetzt komplett da drauf. Und das zweite mixen wir schon da hinten. So. Okay. Einmal. Zweimal. Bams. Können wir die anderen auch noch erweitern? Sieht das wieder gut aus.
Wunderbar. Wunderbar. Ach, das ist so schön. Es ist so schön. Okay. Gucken wir uns den Spaß mal an hier. Elektronische Komponenten. Also ich glaube, wir könnten halt noch ein paar Maschinen mehr hier hinbauen, aber fürs Erste würde ich sagen, das reicht, oder? So, elektronische Komponenten. Jetzt ist die Frage, Main Bus, ja oder nein? Und ich würde sagen, pauschal, ja. So. Auch wenn ich echt nicht weiß. Ja, spätestens erweiterte Schaltkreise braucht den Spaß. Großes tragbares Solarpanel, okay. Module. Dafür brauchen wir das. Also, wir werden es auf jeden Fall auf dem Mainbus brauchen. Ja. Würde ich sagen, auf jeden Fall. Ist nicht verkehrt. Kann auf jeden Fall nicht schaden. So, jetzt brauchen wir das Ganze natürlich auch hier bei der Maschine. Und zwar, ah, das können wir da schön rüberlegen. Wunderbar. So, mittlerweile werden die Tunnel mehr auf jeden Fall. Aber das ist alles so geplant. Das muss so. Bams, sehr schön. Läuft. Läuft, läuft, läuft. Das heißt, der Spaß springt jetzt an hier, ne? Oder? Ja. Dann haben wir weiße Wissenschaftspakete. Forschungstempo 1,5 plus 50%. Ah ja. Und so wie es aussieht, müssen wir bald auch wieder neue Labore bauen. Also die werden auch nicht auf ewig reichen. Dann können wir mal gucken, ob wir hier auch wieder die stumpfe Forschungsweise wählen. Aber ich würde sagen, ja. Weil Hauptsache erstmal forschen. Ja, und dann können wir uns als nächstes um die blauen hier kümmern, ne? Die blauen. Glas haben wir. Leere Technologiekarten, na gut. Schwefelsäure müssen wir herstellen. Ist aber auch kein Ding. Ich glaube aber, wir müssen mit dem Öl noch ein bisschen mehr Öl müssen wir noch machen. Wir brauchen wenigstens noch zwei Maschinen, dass wir komplette Öl Bearbeitung kriegen. Zwei oder drei Maschinen. Komm, wir hängen den auch noch dran hier. Weil nützt ja nichts. Was bringt er uns, wenn er hier rumpimmelt? So. Können wir nicht gucken, was wir jetzt an Produktion bekommen? Flüssigkeit. Also Produktion von 1000. Wir sind jetzt bei 13.000 die Minute. Roundabout. Und ein Verbrauch von 8.000. Wir können jetzt definitiv nochmal drei Fabriken dran hängen, dass wir volle Auslastung kriegen. Das wäre schon cool auf jeden Fall. Stahl scheißt hier so ein bisschen rein, ne? Der Stahl feuert übrigens mit Koks. Koks hat ein bisschen besseren Brennwert sogar noch wie Kohle. Wenn du mal guckst, du machst aus ein Holz und ein Kohle ein Koks. Kohle hat 8 an Brennwert, ne, 6 und 1,25 und du machst 10 draus. Also würde es tatsächlich Sinn ergeben, die Öfen mit Koks zu befeuern, oder? So, allein rein vom Brennwert her würde es Sinn machen. So. Naja. Okay, Öl. Davon machen wir noch eine. Und dann können wir mal gucken, dass wir Schwefel herstellen.
So. Jetzt weiß ich nicht. Flüssigkeit. Ah, 11K, 13K. Geht hoch bis auf 19K. Geht er wieder runter, geht er wieder hoch. So im Mittelwert wäre schon cool zu wissen. 12K, 13K. Ich würde sagen, wir machen noch eine Maschine dran. Wir machen noch zwei dran. Ist, glaube ich, besser. Ja. Da haben wir zumindest die volle Auslastung. Zumindest mit dem Öl, was wir jetzt gerade hier haben. Wenn nicht, dann müssen wir halt gucken, ob wir eventuell hier unten das Öl anschließen oder so. Hier oben wäre auch noch mal ein bisschen Öl. Da ist auch noch ein bisschen Öl. Ja, werden sehen. Ich weiß auch noch nicht so genau, was ich von dieser Maßeinheit da halten soll. Millionen, was kann ich nichts mit anfangen. So. Also. Schwefel. Wir müssen Schwefel und Wasser. Flüssiggas und Wasser macht Schwefel. Und Schwefel, Eisenplatten und Wasser. Okay, das heißt, wir brauchen hier auf jeden Fall Wasser. Und wir brauchen Eisenplatten. Okay. Okay. So, jetzt weiß ich nur nicht, wie viel wir davon brauchen. Wir brauchen es ja erstmal nur für Überleg gerade, ob wir den Schwefel erstmal puffern und dann quasi Säure draus machen oder einfach direkt Säure draus. Ich würde auf direkte Säure gehen wollen. Glaube ich. Weil... So. Ich halt noch nicht weiß, ob wir Schwefel brauchen oder nicht. Passt ja. So, Wasser. Haben wir hier irgendwo Wasser? Nö, ne? Können wir einfach nach oben ziehen. Ziehen wir uns dann von dort. So. Boah, wir können uns schon eine modulare Rüstung craften. Ja, geil. Tragbares, großes tragbares Solarpanel. Maße 2x2. Cool. Lass mal machen. Großer Akku 2x2. Macht schon Sinn. Kleiner tragbarer Generator. 2x2. Der verbrennt wahrscheinlich dann Kohle oder so, ne? Oder irgendwas anderes. Was haben wir denn hier noch für Waffen jetzt? Schildgenerator. Coole Sache. Coole Sache. So, einmal den Kram hier. Okay. Ja, wir brauchen nachher sowieso Wasser hier. Spätestens, wenn wir die Ölgeschichte umbauen. Okay. Und ein paar Lampen.
auch wichtig. So, dann machen wir hier einen kleinen Tank hin und dann gucken wir mal. Ach, da wollen wir noch Platten. Ah, da war ja was. Ich hatte es schon verdrängt. So. Natürlich wieder ganz hinten. So. Dann kommen schon mal Eisenplatten. Und dann sollte eigentlich die Schwefelproduktion laufen. Im besten Fall. So, hier wird vorproduziert, alles klar. Dann läuft das. So. Das passt auch. Warte mal, die Rüstung haben wir jetzt gebaut. Jetzt können wir mal so ein bisschen hier auf Rüstung gehen, ne? Wenn wir das schon mit der Hand bauen können, dann, ey. Gib ihm. Wir machen mal hiervon zwei. Die brauchen wir gar nicht. Ausrüstungsgitter 4x4. So viel Platz haben wir gar nicht. Da reicht einer. Eine Batterie wäre noch cool, aber die haben wir noch nicht. Aber die können wir jetzt auch schon bauen, ne? Eisen, Kupfer und Schwefel. Fertig. Wenn wir jetzt hier theoretisch Kupfer herlegen würden, könnten wir hier drunter Batterien herstellen. Wäre tatsächlich gar nicht so uncool, oder? Das machen wir auch. Da machen wir jetzt Batterien. Dann haben wir die schon mal, ne? Was wir haben, haben wir und ist gut. Geht. Können wir machen. So. Sehr schön. Die Rüstung, die hat natürlich... Platztechnisch ist es jetzt nicht so viel. Der hat schon 2x2. Dann brauchen wir halt noch einen Akku. Und dann können wir maximal auf Maße 1x1. Okay, das ist gut. Nachtsichtgerät 1x1 ist gut. Das ist auch 1x1, ist auch gut. Schildgenerator wäre auch cool. Nehmen wir auch mit rein. Dann haben wir doch schon mal das, was wir haben, haben wir. So, Batterien. Zack. Und zack. So, Schwefel noch und dann läuft die Bude.
Sehr schön. Sehr schön, Freunde. Batterien. Easy going. Das läuft hier, ich sag's euch. Das läuft wie Sau. Ich muss schon sagen, das hat schon was, wenn man Platz hat, ne? Schon was Feines. Wir müssen halt immer so ein bisschen auseinander weitergehen, ne? Weil es kommen halt immer wieder neue Sachen dazu. Jetzt kommen noch hier Batterien daneben. Dann würde es ja auch immer noch eine Ecke voller wieder. So, jetzt können wir hier einen so einen fetten Akku machen, ne? Das lohnt, jawohl. Der 2x2. So, jetzt machen wir hier Energieschild rein. Das Ding rein, das Ding rein. Jetzt könnten wir entweder noch eine kleine Batterie. Oder zwei Solarzellen. Zwei kleine. Würde ich auch reinmachen. Weil die Batterie, wenn du mal guckst, das Ding hat Energie pro Trefferpunkt mit 20 Kilojoule. Und die Energiekapazität sind 30 Megajoule. Dann ist es schon, also wenn die Batterie voll ist, hat die schon Power. Das muss man sagen. Dann hat die schon echt Leistung. Glaube ich. So, nachts lädt nichts auf. Das ist normal. Okay. Fertig. Das ist mal Nachtsichtgerät. Zack, ist alles grün. Cool. Cool, cool, cool. So. Lampen. Naja. Passt schon, würde ich sagen. Das läuft auch schon. Wie verrückt. Staut sich nur. Da mangelt es noch so ein bisschen dran, ne? Weil. Oh, wir haben keine. Oh ja. Da war ja was. Da war ja was, Freunde. Ich glaube, wir werden nächste Folge nochmal auf Alienjagd gehen müssen. Damit das hier was wird. So, gut. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein und tschüss.